Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft mit Moritz hier, dem Hallöchen. komischen Rosenkranz um die Haare. Yeah. Nee, Diamant, nee, Goldkranz. Ja, sieht schon ganz witzig aus, Du siehst aus wie so ein Kronleuchter, so ein ne? Armleuchter. Pardums. Ja. Spaß. Nein, aber wirklich, mit meinem Texture Pack, ich habe ja nicht das Standard, siehst du aus wie so ein Kronleuchter. Hier geht ein Lichtlein auf. Ja, jetzt nicht auf Defensivmodus hier sein, ne? Aggressiv. Aggressivität. So, ja, Und? wer den letzten Part vielleicht verfolgt hat, der weiß. Ups, hallo Spinny. Der weiß wahrscheinlich, dass ich ein bisschen über alles Mögliche geredet habe. Vor allem ich. Und eigentlich jetzt auch nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen wollte. Was Was dem. machst du? Ich möchte ein Feld hier hinbauen. Also. Ich denke gerade nur so, wir haben genug Dirt und da will er noch mehr Dirt haben. Nein, geschossen. Ja, ich wollte auf ein Thema eingehen, was dir wahrscheinlich nicht unbedingt so gefallen wird. Und zwar würde Ah, ich Battlefield, gern mal anfangen mit der richtig fundamentalen Battlefield 4-Kritik, die ich gestern auch in meinem Let's Play rausgehauen habe. Du darfst ja hin und wieder gern auch was zu sagen, aber Lüge! Lüge! ach ja. Ja, generell, weiß nicht, da kann man Stunden mitfüllen mit dem Thema, ganz ehrlich. Ich habe da gestern auch, glaube ich, einen Part ganz mitgefüllt. Ja, fang einfach an. Bevor mein FSX abgestürzt ist. Okay. Ja, das war ganz uncool. Ich hätte noch 10 Minuten gebraucht, dann wäre ich ganz gechillt gelandet. Nein. FSX sagt nein. Ja, auf jeden Fall. Großteil von euch wird's wissen. Wir waren auf der Gamescom und als eine der doch paar ganz netten Attraktionen war natürlich da auch Battlefield vertreten. Ich habe es mir leider nicht anschauen können, Jonas auch nicht, da die Wartezeit einfach nur unglaublich zu hoch war und man muss wirklich ein hartgesottener Mensch sein und mindestens auf jeden Fall mal einen Klappstuhl dabei haben, Klappstuhl. um das irgendwie mal erträglich zu gestalten, die meistens doch 8 Stunden Wartezeit. Und ja, Battlefield 4 generell, muss man ja sagen, ist von EA sehr, sehr stark in den Medien frequentiert, vor allem hier auch YouTube, Facebook-Werbung und den ganzen Kram. Da wird wirklich überall Battlefield angepriesen, Battlefield 4. Und Gehypt, wohl eher. ja, gehypt, siehst du. Und da komme ich dann auch schon fast direkt zu meinem Thema. Und zwar, ja, die Frage, die ich mir immer stelle: Lohnt es sich eigentlich, Battlefield 4 zu kaufen oder vorzubestellen? Und da ziehe ich natürlich, wer hätte es auch anders gedacht, direkt immer den Vergleich mit Battlefield 3. Warum? Alle Trailer, die man bisher gesehen hat, so würde ich es auf jeden Fall sagen, sind ein gut gemeintes Battlefield 3.5. Und zwar aus dem Grund, dass, wenn ihr euch wirklich mal diese Trailer anschaut, die solltet ihr euch anschauen, die sind zwar sehr, sehr schön gemacht, aber ich finde, man sieht nichts fundamental Neues. Es gibt zwar Features, die werden von EA, boah, die werden angepriesen. Da wird gesagt, ja, Levolution. Ein Großteil wird wahrscheinlich nichts damit anfangen können, von denen, die es nicht auch so schon mal gehört haben. Ich kann dir Aber kurz erklären, was es ist. genau. Da kann man, wenn man zum Beispiel in einem Gebäude ist und da sind unten Hauptträgersäulen drin. Haupträgersäulen? Ja. Irgendwie solche starken Träger und man kann die wegsprengen, dann stürzt das Gebäude an und so kann man halt dann diese Runde halt zum Beispiel so bewerkstelligen, indem man den Gegnern diesen einen Fluchtweg zum Beispiel abschneidet. Sowas, dass man das Level an seine Bedürfnisse anpassen kann. Also zerstören, was das Zeug Ja. hält. Und nicht wie im Battlefield, man zerstört das Haus. Ja, schön, dann ist das Haus halt weg, aber da ist es halt so, man zerstört die halbe Map und dann ist halt alles anders. Ja, So in die genau. Richtung. Und bei dem Feature, was meiner Meinung nach sogar noch das allerinteressanteste Feature bisher von Battlefield 4 ist, da kann man jetzt sagen, was man will, aber das finde ich am interessantesten sogar noch. Und selbst an dem Feature kann man schon sehen, was für eine Augenwäscherei da betrieben wird oder eine Blendung des potenziellen Konsumenten. Denn Levolution, finde ich, ist nur einsetzbar, wenn man auf dem kleinen Server koordiniert spielt. Und zwar warum? Ihr könnt euch doch sicher vorstellen, oder man kann sich sicher relativ gut vorstellen, wie es auf so einem 64er-Server abläuft. Also, wer selber Battlefield noch nicht gespielt hat, dem kann man gerne sagen, also 64 Leute auf einer mittelgroßen Map, das ist schon
ziemlich viel los. Auf Und jeden Fall. da man natürlich mit in Squads arbeitet und so weiter und so fort, wird natürlich hin und wieder auch mal ein bisschen Teamplay praktiziert. Aber ich finde, das geht einfach nicht weit genug. Und man arbeitet wirklich, wenn man in einem Team arbeitet, dann höchstens in einem Team von 5 Mann halt dieses Squad. Und der Rest, der spielt meistens halt relativ zufällig und spielt halt, wie er will, dort rum und so weiter. Und da sehe ich das größte Problem von Levolution, der Möglichkeit halt, die Map seinen, in Anführungszeichen, Bedürfnissen anzupassen. Das ist schon mal das erste Problem. Wenn es wirklich ein großer Public-Server ist, was macht es denn für einen Sinn? Das kann man gar nicht taktisch einsetzen, dass man beispielsweise die Lampen ausschießen kann oder das Haus zum Einsturz bringen kann. Oder den Aufzug abstellt. Genau. Das kann man gar nicht taktisch einsetzen, denn man ist ja wirklich nicht unbedingt koordiniert. Und das wird dann meistens so ablaufen, die 64 Mann rushen zu einem Kommandoposten durch und per Zufall oder aus Trollwut werden dann eben diese Dinge aktiviert. Und von Teamplay oder Taktik ist in der Hinsicht dann nichts mehr zu sehen. Ich finde, Levolution macht nur Sinn, wenn man auch ein ESL-Game spielt, wo man irgendwie 8 gegen 8 oder höchstens noch 16 gegen 16 in koordinierten Teams spielt. Aber alles andere, finde ich, macht da nicht unbedingt viel Sinn. Zum anderen muss ich sagen, Levolution ist zwar ganz schön gesagt, aber wenn man sich mal anschaut, welche Levolution-Features bisher gezeigt wurden, dann sind das meistens 1 bis 2 Dinge pro Map. Da kann man, glaube ich, noch nicht viel mehr zu sagen, außer dass man in den Trailern bisher wirklich nur ein paar verschiedene Dinge gesehen hat auf vielen verschiedenen Maps, die passieren können, die natürlich auch ganz interessant sind. Das heißt, die Decke kommt runter, das Licht geht aus, der Fahrstuhl. Der ganze Tower stürzt ein. Ja, das ist noch der größte Kritikpunkt, auf den komme ich nachher nochmal, vielleicht. Vielleicht. Und ich muss gerade hier auszählen. 1, 2, 3. Wasser hält 3 vorne. Wie 3? 3 Blöcke. Ja. Okay, dann mache ich das hier. Und das sind meistens irgendwelche Sachen, die halt wirklich nur einmal auf der Map so vorhanden sind, in der Art und Weise. Und dann sind sie halt ist es halt da, aber ich finde, das ist nicht genug. Wenn du dir mal überlegst, du hast jetzt auf einer Map irgendwie so eine Sache, die einstürzen kann, das bringt es ja dann auch nicht ganz, oder? Nee. Und außerdem in dem Gameplay von Sea of Shanghai, da sieht man ja auch nur, dass die eine Decke runterstürzen kann und dass das Hochhaus einfällt. Aber das Einfallen des Hochhauses, finde ich, bringt niemandem einen Vorteil. Sondern eigentlich nur Nachteile. Man kann zwar sagen, oh, das sieht so toll aus, aber das ist im Grunde genommen eine von 360 Grad animierte, gescriptete Animation. Also es fällt leider immer in die gleiche Richtung. Es fällt in die gleiche Richtung, es macht die gleichen Effekte, die Map sieht danach, hat danach das genormte Aussehen. Ich finde, das ist ja eigentlich schwachsinnig. Ich finde nicht, dass es ein tolles Feature ist. Das war jetzt schon mal die Detailkritik. Die richtig große Kritik, die ist nochmal was ganz anderes. Also das, was ich jetzt geredet habe, das war eigentlich nur ja kleinkarierte Kritik. Aber generell muss man zu Battlefield 4 sagen: Schaut euch mal die Gameplays an. Mach ich gerade. Und schaut euch mal an, wie sieht das Game eigentlich so aus? Und da werdet ihr feststellen, ja verdammt scheiße, das sieht ja genau aus wie Battlefield 3. Da kann man mir sagen, was man will. Oh mein Gott, wir haben eine neue Engine oder wir haben grafisch doch so viele advanceder Dinge gemacht. Aber schaut euch die HUD an. Die HUD hat dasselbe Design wie Battlefield 3. Ist ein bisschen gräulicher, okay, das sehe ich ein, aber sieht aus wie Battlefield 3. Das Map-Design ist ähnlich wie Battlefield 3. Die Waffen und das Waffenhandling, so wie man es bisher gesehen hat, ist ähnlich wie Battlefield 3. Oder genauso. Dann Field of View, beziehungsweise Position der Kamera in der Ego-Perspektive und oder in den Fahrzeugen, die übrigens teilweise auch 1:1 übernommen wurden,
Ist genauso wie Battlefield 3. Dann, was habe ich noch, was ist mir noch aufgefallen letztens? Ja, die Laufanimation oder generell die Bewegungsanimation während des Laufens oder während des Nachladens. Verdammt, genauso wie Aber Battlefield Moritz, der 3. Mensch ändert sich ja auch nicht vom Laufen her jedes Jahr. Ja, aber Also in Real warum, Life. ja, aber in Bad Company 2 sah es ja auch noch geil aus. Da war es aber komplett anders. Okay, in COD sieht es auch jedes Jahr genauso aus, aber ist auch jedes Jahr scheiße. Aber da hätten sie ja schon was ändern können. Die Sichtposition, die Animation des Nachladens, das sieht ja alles bei den charakteristischen Waffen, sieht das immer noch genauso aus. Und dann, das Allergrößte ist ja die Farbgebung und die Grafik generell. Natürlich können grafische Gimmicks drin sein, noch mehr Details, die man wahrscheinlich nicht braucht, dazu kann ich auch noch gleich was sagen. Aber allein die Farbgebung, das heißt das Farbschema, was da in dem Game gezeigt wird, ist genauso wie in Battlefield 3. Und mein größter Kritikpunkt an Battlefield 3 ist, konnte gar keine Stimmung aufkommen, denn das Farbschema war crap. Man hat irgendwelche Maps in irgendeinem komischen Blauton, alles wirkt so kalt, so, ja, da kann man mich natürlich jetzt als kleinkariert darstellen, aber mir gefällt es einfach nicht. Und ich habe genug Battlefield 3 gespielt mit 250 Spielstunden und genug Bad Company 2 auch mindestens mit 150 Spielstunden, um das für mich beurteilen zu können. Und von Bad Company 2 auf Battlefield 3 war eine ähnliche Entwicklungszeit wie von Battlefield 3 auf Battlefield 4. Es waren natürlich zwei unabhängige Teams, die daran gearbeitet haben. Beides zwar DICE, aber unabhängig. Und das erklärt sich, darin erklärt sich für mich auch, warum Battlefield 4 genauso aussieht wie Battlefield 3. Es ist das gleiche Team, was daran gearbeitet hat. Und deshalb finde ich, im Endeffekt ist Battlefield 4 eigentlich nur ein, ja, gehyptes und ja, vielleicht gut gemeintes Battlefield 3.5. Zusätzlich muss man sagen, ich würde 60 € zahlen, vorbestellen, plus nochmal 50 €, glaube ich, Premium. Also ich hab über 100 €, die ich wieder blechen muss für ein Spiel, was ich eigentlich so schon mal hatte. Für Maps, die teilweise komplett übernommen wurden aus Battlefield 3, weil, oh, es sind ja die meistgespielten Maps gewesen, die überarbeiten wir jetzt nochmal ganz groß und nehmen sie dann jetzt nochmal auf, weil wir entweder nicht so kreativ sind oder weil wir keinen Bock haben. Und dann übernehmen wir den ganzen Kram ins neue Game, lassen die Leute wieder 110 bis 120 € zahlen. Kommt darauf an, ob man eine normale Edition oder die Limited Edition mit Premium kauft. Dann sind es 110 oder 120 €. Und ja, den Leuten wird dann ein angeblich neues Spiel geboten. Und das finde ich ja schon eine ziemliche Verarsche. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, 50 €, okay, inklusive aller Premium-Vorteile. Und dann habe ich Battlefield 3.5, 50 €, Full-Price-Game. Auch wenn ich das auch nicht ganz so toll finde, würde ich es unterstützen. Aber dann nochmal über 100 € für ein Spiel, was meiner Meinung nach wirklich nur neue Maps hat und irgendwelche Möchtegern-Features, die keiner braucht und die man wahrscheinlich taktisch sowieso nicht einsetzen kann. Ja, da wundert mich's doch schon ein bisschen. Jonas, jetzt gib du mal deinen Senf dazu, weil du bist ja auch in Battlefield 3 jemand gewesen, der sagt, Gerne das gespielt habe. Game ist genial, das spiele ich gerne. Sagen wir es so, bei einigen Sachen kann ich ja gerne dir zustimmen, bei anderen denke ich mir so, okay. Vor allen Dingen das mit den Laufanimationen und das alles gleich aussieht, das ist, ich glaube nicht, dass viele Spiele sich so oft ändern. Weil das Problem ist halt einfach, dass irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, jetzt geht's nicht weiter. Das ist genauso bei den Grafikkarten. Am Anfang war der Sprung von der ersten Grafikkarte zur zweiten sowas von extrem. Und jetzt zum Schluss hin wird es halt nur der Unterschied zwischen der Vorherversion ist immer kleiner. Und ich glaube nicht, dass sich da. Das wird wahrscheinlich bei Battlefield 5 oder Battlefield. Keine Ahnung, wie auch immer man es nennen will. Also das, was nach Battlefield 4 rauskommt. Ich glaube nicht, dass das anders aussieht als Battlefield 4 bzw. Battlefield 3. Kleinigkeiten sind da unterschiedlich. Würde ich jetzt mal fast behaupten. So wie zum Beispiel, dass sich das Wetter ändert, weil das gibt es in Battlefield 3 nicht. Dass die Sachen synchronisiert sind, also mehr synchronisiert sind als bei Battlefield 3. Und da ist es dann halt so bei Battlefield, ich nenne es jetzt einfach mal Battlefield 5.
ist halt dann alles synchronisiert. Vor dem Battlefield war es nur die Zerstörung von einigen Gebäuden. Bei Battlefield 4 ist es das Wetter, ist die Wellen, sind alle Gebäude und Palmen und alles Mögliche. Und bei Battlefield 5 ist es dann die ganze Welt. Und deswegen würde ich fast behaupten, naja, liegt das jetzt nicht wirklich an dem DICE-Team, dass sie da nicht so viele Features reingebaut haben, sondern vielmehr daran, dass es einfach nicht mehr Neues gibt, was man da reinpacken kann. Ich würde mal fast behaupten, wenn die jetzt richtig geile Features finden würden oder noch neue Sachen gäbe und die könnten sie da reinbauen, würden die das 100% machen, aber das Problem ist wahrscheinlich, dass es da nichts mehr gibt. Ich kenne mich damit jetzt leider nicht so doll aus, was es da noch für Möglichkeiten gibt, weil das jetzt so gerade relativ spontan kommt. Aber wenn man sich ein bisschen da in die Materie reinbegibt, glaube ich, gibt es noch, ja doch schon einige Sachen, die man noch zusätzlich da reinstopfen kann, wenn wir jetzt das Ganze vor 10 Jahren gehabt hätten. Wo es dann das zweite oder dritte Battlefield war, weil ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nur Battlefield 2 ein bisschen gespielt. Wie das bei Bad Company 2 war, wie der Sprung von Bad Company 2 zu Battlefield 3 war. War der groß? War der wenig? Darauf würde ich dann am liebsten im nächsten Part eingehen, denn wir haben wirklich einen ganzen Part mit Battlefield 3 und Battlefield 4 Gelaber verbracht. Und das werden wir dann vielleicht auch im nächsten Part weiterführen. Oder sollten wir, weil ich finde, es ist ziemlich interessant, mal darüber zu reden. Und ja, wir müssen jetzt leider auch schon mal Abschied nehmen für diesen Part. Sag danke fürs Zusehen. Man hört sich im nächsten Part. Ja. Ciao. Tschüss.